zu laut aufdrehen müssen. Also der Lärmpegel möge bitte auf einem erträglichen Niveau bleiben. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Vergleich zu der ein oder anderen Rede, die ich schon kurz vor einer namentlichen halten durfte, ist das heute geradezu still. Aber ich hoffe, es bleibt auch so. Es soll Herr Fietz, Sie können jetzt nicht meine Bemühungen, Ihnen da einen guten Auftritt zu ermöglichen, wieder zunichte machen. Was ist denn das? An Herausforderungen wächst man ja bekanntlich. Muss unsere Beteiligung an der europäischen Ausbildungsmission im Mali um ein weiteres Jahr verlängert werden? Eindeutig ja. Die ein oder anderen, die meisten meiner Vorredner ausgeführt haben, bleibt dieser Einsatz weiterhin richtig und wichtig. Sicherheit, Stabilität, Frieden. Wir brauchen diesen Dreiklang in der Region, damit humanitäre Hilfe ankommt, damit Entwicklungszusammenarbeit gelingt und eine funktionierende Zivilgesellschaft aufgebaut werden kann. Noch ist das Land nicht in der Lage, diesen Dreiklang aus eigener Kraft zu gewährleisten. Wir, Deutschland, sind weiterhin bereit, Mali auf seinem Weg zu eben dieser Sicherheit, Stabilität und Frieden zu begleiten, gemeinsam mit unseren Partnern. Denn wir stehen zu unserer internationalen Verantwortung, auch aus eigenem Interesse. Trotz wesentlicher Fortschritte steht die Republik Mali weiterhin vor einer Herkulesaufgabe. Mit Beginn des internationalen Engagements hat sich die humanitäre Situation verbessert. Sie ist noch lange nicht top, aber sich deutlich besser als am Anfang. Ein verlässlicher Zugang für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit ist aber noch nicht in allen Regionen gegeben. 80% der Binnenflüchtlinge, wir haben es gehört, sind bislang in ihre jeweiligen Heimatgemeinden zurückgekehrt. Über 130.000 Flüchtlinge harren aber immer noch in den Nachbarstaaten aus. Der Versöhnungsprozess wird von Anschlägen überschattet. Islamistische Terroristen versuchen weiterhin, den Konflikt mit aller Gewalt wieder anzufachen. Auch darum bleibt es richtig und wichtig, dass wir uns weiter engagieren. Die Sicherheitslage ist fest verknüpft mit der schwierigen Gemengelage der Region. Fragile Staatlichkeit, internationale Terrornetzwerke und organisierte Kriminalität. Sie destabilisieren die gesamte Region und hemmen jegliche Entwicklung. Der Schmuggel von Drogen, Waffen und Menschen ist allgegenwärtig. Mittelfristig hat dies auch erhebliche Auswirkungen auf Deutschland und Europa. Auch darum bleibt es richtig und wichtig, dass wir Flagge zeigen. Machen wir uns nichts vor. Menschen streben nach Frieden, nach Stabilität, nach Sicherheit, nach Perspektiven. Wir müssen unsere Partner südlich der Sahara weiter dabei unterstützen, Perspektiven für ihre Bevölkerung zu schaffen. Nur so kann dieser Dreiklang, eben Frieden, Stabilität und Sicherheit, letztendlich auch bei uns im Takt bleiben. Auch daher bleibt es richtig und wichtig. Herr Kollege Fietz, darf ich ganz kurz unterbrechen? Die Kolleginnen und Kollegen, wir kennen das ja, haben natürlich Gesprächsbedarf. Der ist auch durchaus in Ordnung. Aber ich bitte diesen Gesprächsbedarf doch jetzt möglichst nicht hier im Plenum zu befriedigen, sondern dem Kollegen Fietz zuzuhören. Er hat nämlich noch einige Minuten an Redezeit. Danke, Herr Präsident. Konkret sprechen wir über drei wesentliche Punkte, die den Kern von heute im Mali ausmachen. Den Ausbilder ausbilden, Weiterentwicklung von Ausbildung und Beratung der Sicherheitskräfte. Wir unterstützen beim Aufbau der dezentralen Ausbildung der Streitkräfte. Die grenzübergreifende Handlungsfähigkeit, Ausbildung auch der Streitkräfte der übrigen G5 Sahelstaaten, auch wenn man sicherlich die eine oder andere Frage dabei noch stellen kann. Drittens, Schutz und Unterstützung im Sanitätsdienst, aber auch Unterstützung der Einsatzkräfte von MINUSMA im Norden Malis. Festhalten möchte ich noch einmal, dass es weiterhin keine Kampfeinsätze der Bundeswehr und keine Unterstützung der malischen Streitkräfte geben wird, zumindest bei Kampfeinsätzen. Bei unserem Engagement in Mali greifen wir zu unterschiedlichen Instrumenten. Die bi- und multilateralen Missionen sind auf die Situation vor Ort genauso angepasst wie auf die Fähigkeiten der Akteure. Wichtig ist vor allem Verlässlichkeit und Kontinuität. Durch die Verlängerung des Mandats senden wir ein starkes Signal an unsere europäischen Partner, vor allem aber an die gesamte Region und an Afrika. Deutschland bleibt in dieser Mission einer der größten Truppensteller.
Vor kurzem habe ich 38 Panzerpioniere aus meinem Wahlkreis vom Standort Holzminden nach Mali mit verabschiedet. Sie verstärken dort turnusgemäß unsere Kräfte. Ich bin zutiefst dankbar für den Einsatz, den alle unsere Streitkräfte in Mali leisten. Meine besondere Anerkennung gilt auch Ihren Angehörigen, die jeden dieser Einsätze mittragen und die manchmal auch nicht weniger Belastungen zu ertragen haben. Gleiches gilt für die zivilen Einsatzkräfte und die Polizisten im Rahmen von EUTAP Sahel Mali, die dort unter anderem Nationalgarde, Gendarmerie und Polizei ausbilden, sowie unsere Einsatzkräfte im Rahmen der UN-Mission MINUSMA. Wir verfolgen einen vernetzten Ansatz, auch mit bilateralen Abkommen. Projekte der zivilen Krisenprävention kombinieren wir mit Entwicklungszusammenarbeit. Wir leisten einen ausgewogenen Beitrag zur langfristigen Ertüchtigung Malis. Unser Engagement in Mali ist gut abgestimmt. Ich bin der festen Überzeugung, dass Frieden, Stabilität und Sicherheit nur im Zusammenspiel aller Instrumente und Partner möglich ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, diese Ausbildungsmission ist weiterhin richtig und wichtig. Ich bitte daher um Ihre Zustimmung. Die Union wird zustimmen, die Koalition auch, die Grünen auch. Die Hoffnung da hinten gebe ich auf. Und schönen Tag noch.